Libellen sind absolute Flugkünstler. Und es ist eine noch viel größere Kunst, sie mit der Kamera einzufangen. Am Anfang bin ich gnadenlos gescheitert. Ich habe noch nie so viel Ausschuss produziert und hatte nur ein paar Starts und Landungen auf Blumen in entsprechender Schärfe und Größe. Irgendwann aber packte mich der Ehrgeiz. Und mit der Zeit erarbeitete ich mir Kameratechniken, die gute Flugaufnahmen ermöglichten. Dazu später mehr. Die meisten Aufnahmen sind mit 120 Bildern pro Sekunde, also fast fünffacher Zeitlupe. Alles andere macht auch meistens wenig Sinn. Das zweite hier ist Echtzeit. Ich lernte aber auch viel über diese wundervollen Insekten. So sehen Sie in diesem Film viele spektakuläre Flugaufnahmen, aber auch Aufnahmen von der Paarung, die verschiedenen Strategien der Eiablage, die unter Wasser lebenden Larven, den Nachbarn, Mitbewohnern und Feinden und am Schluss noch außergewöhnliche Makros und einige persönliche Anmerkungen. Libellen, lateinisch Odonata für entdecken, sind eine Ordnung der Insekten. Es gibt hauptsächlich zwei Unterordnungen. Die Großlibellen, deren Komplexaugen bestehend aus 30.000 Einzelaugen den ganzen vorderen Kopf bedecken und in der Kopfmitte zusammenstoßen. Sie haben eine Körpergröße von bis zu 11 cm und die Flügel sind am Rücken angebracht. Und die Kleinlibellen mit den auseinanderstehenden, halbkugelförmigen Augen, einer Größe ab 2 cm und die Flügel sind nach hinten raus angebracht. Die Körper der Libellen gliedern sich in Kopf, Thorax, Brust und den Hinterleib, der fast immer aus 10 Segmenten besteht. In der Brust sind hauptsächlich die Muskeln für den Flugapparat. Im Hinterleib dagegen sind Lunge, Herz, Darm und Geschlechtsorgane länglich untergebracht. Hey, ich muss da mal durch. Du schon wieder. Unsere Hauptdarsteller sind die blaugrüne Mosaikjungfer, die blutrote Heidelibelle, die Hufeisen-Azurjungfer, die glänzende Binsenjungfer und die gebänderte Prachtlibelle, die ich im Landshuter Auwald beim renaturierten Auenbach entdeckt hatte. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, welche Libelle euch am besten gefällt. Boah, wackelt das. Mir ist schon ganz schlecht. Diese Prachtlibelle hat einen etwas ungewöhnlichen, den Schmetterlingen gleichen Taumelflug, bei dem nach einigen wenigen Flügelschlägen eine Art Sturz stattfindet. Diese unberechenbare Flugart macht sie als Beute unattraktiv. Das dauernde entstehende blaue X dagegen schaut sehr attraktiv aus. Das sind alles Männchen. Die Weibchen sind grün. Weibchen haben oft eine leicht andere Farbgestaltung. Die Weibchen verstecken sich eher und die vielen Männchen, man hat immer den Eindruck, es sind viel mehr Männchen da, sind auf der Suche nach den Weibchen. Wie immer halt. Die meisten anderen Libellen habe ich aber im ehemaligen Standort Übungsplatz entdeckt. Hier wurden bis Mitte der 90er Jahre Panzerübungen durchgeführt. In einem kleinen Spritzenhaus und auf der Panzerwaschanlage wurden hauptsächlich die Ketten für die Heimfahrt in die Kaserne gereinigt. Das Wasser floss dann in zwei künstlich angelegte Teiche ab und der abgesetzte ölverdreckte Schlamm wurde dann entsprechend umweltgerecht entsorgt. Seit 2001 ist dies ein Naturschutzgebiet und gibt vielen Tieren ein neues Zuhause. Die meisten Libellen hier fliegen, wie man sich das bei Libellen so vorstellt. Vor allem auch spektakulär auf der Stelle wie Hubis. Die heißen jetzt Helis. Hier mit einem Blick ins Quadropop Turbotriebwerk. Libellen sind mit 95% Fangquote die erfolgreichsten Jäger des Tierreichs. Nur einer von 20 Angriffen schlägt fehl.
Dieser Kamerad war gerade mal 3,3 Sekunden weg und hat irgendwas gefangen, und das Anfang November bei 10 Grad. Das liegt zum einen an den unglaublichen Flugkünsten und dem Reaktionsvermögen, aber auch an der exzellenten Antizipation der möglichen Flugmanöver ihrer Beute. Und was vorne reinkommt, muss auch hinten wieder raus. In den Flügeln gibt es fast immer je ein kleines, farbiges Feld als Markierung. Sie beherrschen aber auch den Segelflug. Hierdurch die Schärfeebene der Kamera. Und das sogar auch stehend. Anfangs war mein Problem, ich sehe die Libelle, schaue durch den Sucher und da ist nichts. Und man weiß nicht, ist die rechts oder links oder schon weg. Dann habe ich mir eine Art Zielverrichtung gebaut und zielte über den Blitzschuh durch diese Markierung und konnte so alle diese tollen Aufnahmen machen. Bei eben manueller Schärfeeinstellung gab es aber immer noch genug Ausschuss. Dies ist bereits Zielverrichtung 3.0. Das Wort Libelle wurde 2004 zum schönsten Wort gewählt. Alle Aufnahmen sind in der freien Wildbahn entstanden. Zur Paarung greift das Männchen mit seinem Hinterteil in den Nacken des Weibchens und hält sie so fest. Ich konnte mich nicht der Tatsache erwehren, dass dies durchaus aggressiv geschieht, wie in dieser Bildfolge zu sehen. Das erinnert schon eher an Alien. Oder hier, das ist sogar in Zeitlupe zu schnell. Das Weibchen ist im Verbund damit immer hinten. Zur sexuellen Vereinigung bringt das Weibchen sein Hinterteil an die Unterseite des zweiten Hinterleibssegments des Männchens. So bildet sich das Paarungsrad. In dieser Sexstellung hängen dann die Beinchen des Weibchens schon mal in der Luft. Aber das kennen Sie sicher. Umgedreht sieht das wie ein Herz aus. Die beiden sind Mitte November immer noch recht aktiv bei der Sache. Hier sehen wir das Heidelibelle-Pärchen. Das Weibchen hinten ist etwas heller. Die Libellen können selbst in dieser Position fliegen, United Airlines eben. Läuft die Paarung immer gleich ab, so gibt es bei der Eiablage sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Hinten kommt nun das Ei heraus und wird dann kunstvoll ins Wasser gepeitscht. Dann kommt das nächste Ei und so weiter. Und auch das natürlich in atemberaubender Geschwindigkeit. Hier kann man dem Ei schön folgen. Während das Männchen die Flügel sehr weit nach vorne ausschlägt, muss sich das Weibchen zurückhalten, um nicht mit den hinteren Flügeln des Männchens zusammenzustoßen. Das Männchen übernimmt damit gut 25% ihrer Arbeit, was aber kein Problem ist. Libellen können mit 100% Ballast des Körpergewichts problemlos starten und Manöver fliegen. Er könnte das Weibchen komplett tragen. Mein Finger zum Größenvergleich. Das gar nicht blaue, blaugrüne Mosaikjungferweibchen, wir erinnern uns, Weibchen sehen etwas anders aus und die Farbbezeichnung im Namen bezieht sich oft auf das Männchen, hat einen Stachel und sticht in Pflanzen und impft sie so mit ihren Eiern. Dies ist eine braune Mosaikjungfer. Ich hatte immer den Eindruck, die Männchen suchen die ganze Zeit nach den Weibchen und wenn ich wo mit dem Filmen beschäftigt war, dann schauten sie immer nach, ob ich nicht ein Weibchen entdeckt hätte. Also ich jag die Männchen und die Männchen die Weibchen. Die Hufeisen Azurjungfern,
hier die Hufeisenzeichnung, legen es eher im Wasser ab. Das braune Geflecht am Ufer wurde übrigens angebracht, weil während der großen Hitze 2018 die Frösche am Beton festgeklebt waren. Die Binsenjungferpärchen, hier sieht man schön, wie sie zum Flug das Fahrwerk einziehen, platzieren ihre Eier dagegen in Ritzen der Rinde in kleinen Bäumchen. Das Männchen ist metallisch grün, das Weibchen mehr kupferfarben. Die abgeknickten Segmente des Hinterleibs erinnern schon eher an Scharniere. In diesem Bäumchen geht es ziemlich zu. Hier sind gleich mehrere Pärchen mit der Eiablage beschäftigt. Die ersten 1 bis 2 Jahre, bei einigen Arten bis 5 Jahre und damit den größten Teil ihres Lebens, verbringen die Larven unter Wasser. Das ist die Larve der Mosaikjungfer. Sie häuten sich dabei bis zu 10 Mal. Auch unter Wasser sind die Larven Jäger und auch ganz gute Schwimmer. Sie atmen durch Kiemen im Hinterleib. Am Ende klettern sie dann aus dem Wasser auf das Schilf oder Bäume und entschlüpfen, das nennt man Emergenz, zum letzten Mal ihrer Haut. In der Nachbarschaft leben viele andere tierische Bewohner, wie die Wasserläufer, die ulkige Schatten werfen. Erst in der Zeitlupe sieht man, dass die Wasserläufer eigentlich zum örtlichen Ruderverein gehören. Ins Wasser fallen sollte man besser nicht. Die Wasserläufer sind Jäger und saugen ihre Opfer aus. Und ins Wasser fallen ist gar nicht so selten. Es ist schön zu sehen, wie viele Tiere diese kleinen Oasen als ihre Lebensräume entdeckt haben. Und ja, ich habe die alle mit Stöckchen gerettet. Der Wasserläufer ist noch mit der Wespe beschäftigt, doch dann kommt alles anders. Habt ihr es gesehen? Der Wasserläufer entkam tatsächlich. Und die Fische holt sich dann der Eisvogel. Perfekte Nahrungskette. Hier beobachtet er, links oben, einen Wespenbussard beim ausgiebigen Bad. Und die Libellen immer in der Nähe. Eigentlich muss ich den Mosaikjungfern dankbar sein, dass sie so schwer zu filmen sind. Nur deshalb kam ich so oft her und entdeckte auch immer mehr andere Tiere wie die Ringelnattern in allen Größen. Gut zu erkennen an den hellen Flecken hinter dem Kopf. Sie sind sehr gute Schwimmer, aber tauchen auch nach Nahrung. Während die Kaulquappen oft auch Beute der Libellenlarven werden, dreht sich das dann nach der Metamorphose. Ein Frosch mitten in der Umwandlung. Und eine Wespe, die nicht vorsichtig genug war. Ja, wie jetzt? Wespen fressen ist gar nicht so einfach. Aber wieder zurück zu unseren Libellen. Nun noch einige richtig tolle Makros. Hier sieht man schön die Sehnen an den Flügeln. Die großen Muskeln dazu sind in der Brust. Und noch einmal zum Größenvergleich meine Finger. Libellen haben neben den Facettenaugen auch noch Punktaugen.
Stirn- und Kopfschild, Oberlippe, Oberkiefer und Unterkiefer. Hier sieht man das Mosaikjungferweibchen schön atmen. Und das ist die Atemöffnung dazu. Und dort übrigens sind die Öhrchen. Die Libellen scheinen extrem neugierig und schauen immer nach, was man so macht. Aufgrund ihrer irren Reaktionszeiten müssen sie auch kaum was befürchten. Ich werde meine Freunde über den Winter sicher vermissen. Auch wenn klar ist, nächstes Jahr werden es neue Freunde sein. Nur ein Sommer ist ihnen vergönnt. Ich habe insgesamt gut 70 Minuten gutes Material gesammelt und hätte am Anfang nie gedacht, am Schluss solch tolle Aufnahmen zu haben. Hier kann man bei zwei Flugaufnahmen sogar die Unterschiede in der Zeichnung erkennen. Wenn ihr also mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Da ist noch mehr als genug vorhanden. Nächstes Jahr werde ich sicher wieder vorbeischauen.